Können Sie uns sagen, welches Material von Armacell hier genau eingesetzt wird? Ja, das kann ich Ihnen gerne zeigen anhand dieses Beispiels. Wir haben hier als erste Lage unser Armaflex AT. Da drauf haben wir eine Arma Sound Lage. Da drauf haben wir wiederum eine sogenannte Sound Barrier. Und als Abschluss dieses Graue hier, das ist die Armacheck Folie. Hier in Etzel wird Armacheck R verarbeitet. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Material? Gab es vielleicht auch Schwierigkeiten bei der Verarbeitung? Wir haben dieses Armacheck R hier verarbeitet und sind positiv von den Eigenschaften dieses Materials überrascht. Es lässt sich also wesentlich einfacher verarbeiten als das, was wir normalerweise als konventionelle Isolierung haben, nämlich den Blechmantel. Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung von Armacell bei diesem Projekt? Wir haben dieses Projekt vor circa 3 Monaten begonnen und haben von Anfang an von der Firma Armacell eine Unterstützung erfahren. Das heißt, wir haben Schulungen vorgenommen, und zwar 2 Stück. Das heißt, wir haben unsere Leute, die hier vor Ort arbeiten, zusammengeholt in eine zentrale Werkstatt in Bremen und haben eine Schulung vorgenommen mit Unterstützung der Firma Armacell. Das heißt, es sind 3 Leute von der Firma Armacell hergekommen und haben uns unterwiesen in der Handhabung und der Verarbeitung dieser Materialien, die Sie hier sehen. Welche Vorteile hat die Isolation mit diesem Armacell-System gegenüber der bisherigen Vorgehensweise mit Dämmstoffen, wie zum Beispiel Steinwolle, und der anschließenden Verblechung? Wir stehen jetzt hier draußen in der Anlage. Das heißt, wenn wir diese Rohrleitung mit der konventionellen Isolierung isoliert hätten, hätten wir eine Lage Mineralwolle auf diese Rohrleitung aufgebracht. Und darüber hätten wir als mechanischen Schutz einen Aluminiummantel installiert. Der Nachteil bzw. die Gefahr bei diesem System ist, dass Sie unterhalb oder zwischen der Dämmung, der heißt zwischen der Mineralwolle und dem Blechmantel, eine Art Kondensation bekommen haben. Das heißt, Luftfeuchtigkeit kondensiert, würde runterlaufen und hier unten im Scheitelpunkt stehen bleiben. Das heißt, von hier aus würde sich die Mineralwolle voll Wasser saugen und würde dann irgendwann durchfeuchtet sein. Das heißt, die Feuchtigkeit würde sich bis an diese Rohrleitung durchdringen. Das heißt, die Mineralwolle wäre gesättigt und es ist eine feuchte Atmosphäre darunter. Das heißt, sie würden Gefahr laufen, darunter eine Korrosion zu bekommen. Bei dem Armasound-System bzw. bei dem Armacell ist es so, dass sie einen geschlossenzelligen Schaum haben. Das heißt, sie haben die Luftfeuchtigkeit, die Kondension hat keine Möglichkeit durchzudringen durch den geschlossenzelligen Schaum. Ist absolut geschlossen und sie haben keinerlei Probleme mit Korrosion unterhalb bzw. an der Rohrleitung.